Hier, Nero, dein Abendessen. Ich sollte auch was essen. Eigentlich habe ich sogar Hunger. Aber mir schmeckt's nicht alleine. Am besten hat es mir immer geschmeckt bei Arbeitsessen. Die genießt nun mein kluger Sohn. Ein alter Werbeverleger ist ein Widerspruch in sich, Vater. Werbung braucht Schwung und Initiative. Und die bringst du mit deinen 67 nicht mehr auf. Ich bin ein Fighter gewesen, Nero. Genau wie du zu deiner Zeit. Und jetzt schleichen wir beide durch dieses große Haus, trauen uns nicht mehr unter die Leute, weil wir nichts mehr zu sagen haben. Soll das etwa so weitergehen, bis man uns einschläfert? Wer mag das noch sein? Ja? Wer ist denn da? Privater Paketdienst, Wertsendung. Sind Sie sicher? Es ist bereits 21 Uhr. Expresszustellung. Wenn Sie meinen. Das Paket ist schwer. Am besten ich trage es hier hinein. Bitte. In dem Paket ist nichts drin. Ziegelsteine vielleicht, weil sie tatsächlich schwer dran getragen haben. Wieso ist da nichts drin? Es gibt keine Nachtzustellung mehr. Was wollen Sie also? Das geht mich doch nichts an, was in dem Paket drin ist. Eine Empfangsquittung haben Sie auch nicht dabei, nehme ich an. Na, sehen Sie. Warum haben Sie mich dann reingelassen? Ich muss mich wohl gelangweilt haben. Was zu einem Clown wie Sie. Gerade recht für ein bisschen Unterhaltung. Ich warne Sie, Herr Angersbach. Sagen Sie nicht Clown zu mir. Da schon, ja. Sie kennen meinen Namen? An der Auffahrt steht er nicht. Das habe ich mir lang genug anhören müssen. Du Pausenklon, hat mein Alter immer zu mir gesagt. Nee, es ist nicht tragisch. Für mich ist jeder ein Clown, der nicht weiß, was er will. Oder der nicht weiß, wie er es anfangen soll. Wenn er schon weiß, was er will. Ich weiß genau, was ich will. Kommen Sie bloß nicht auf die Idee, um Hilfe zu schreien. Schreit hier jemand um Hilfe? Ich höre nicht. Ich bin genau informiert. Um 6 geht Ihr Personal aus dem Haus. Sie sind ganz allein hier in Ihrer Villa. Ich sag's nochmal. Keine Dummheiten. Sonst gibt's das hier. Moment. Ich hab's nicht genau gesehen. Ach, das ist wohl ein Ausbeinmesser, wie es Metzger haben. Sind Sie Metzger? Das geht Sie nichts an. Ah ja, Unsinn. Ja. Sie sind ja vom privaten Paketdienst. Oder habe ich doch richtig geraten, dass in dem Paket nichts drin ist? Das zeige ich Ihnen jetzt, was in dem Paket drin ist. Eine Reisetasche? Eine leere Reisetasche? Schlau, wie? In der Tasche werde ich ein paar von Ihren Kunstsachen verpacken. Kunstsachen? Ich weiß, dass Sie sowas sammeln.
Und dass sie im ersten Stock haben, in Glaskästen unten an der Wand. Vorwärts, wir gehen jetzt auf. Je länger ich sie anschaue, desto mehr weiß ich, dass ich sie schon gesehen habe. Ist mir wurscht. Wieso ist denn das wurscht? Wollen Sie mich umbringen? Ich bin doch kein Mörder. Ja, aber wenn mir wieder einfällt, woher ich sie kenne, könnte ich sie doch anzeigen. Sie werden mich nicht anzeigen, Herr Angersbach. Sie nicht. Los jetzt in das Zimmer, wo Sie die Kunstsachen haben. Sie mögen bestimmt ein Bier. Ich trinke auch eins. Ich würde liebend gern jeden Abend eins trinken, aber allein schmeckt es mir einfach nicht. Kein Glas. Ich mag lieber aus der Flasche. Woher kenne ich sie nur? Woher kenne ich sie nur? Mit unserem Verlag haben sie nichts zu tun. Da bin ich ziemlich sicher. Ich glaube, ich werde verrückt, wenn ich allein in so einem großen Kasten leben müsste. Wozu brauchen Sie den überhaupt? Andere wären froh, wenn Sie eine Wohnung hätten, so groß wie eins von diesen Zimmern hier. Nehmen Sie sich eins. Ziehen Sie ein. Ihre Gesellschaft wäre besser als Fernsehen. Mit Ihnen unter einem Dach leben? Nein, danke. Schließen Sie mal den Glaskasten auf. Warum sagen Sie, nein, danke, so wie es eine Art Atommüll wäre? Was haben Sie gegen mich? Sind die Figürchen echt Gold? Schließen Sie den Glaskasten auf. Wissen Sie überhaupt, was diese Figürchen sind? Das sind minoische Kleinplastiken, mein Lieber. Ich habe 30 Jahre gebraucht, um diese kleine Sammlung aufzubauen. Haben Sie wirklich keine Hemmungen, einem anderen etwas wegzunehmen, woran der mit seinem Herzen hängt? Ich weiß es ja nicht, aber ich halte Sie nicht für einen Kunstsammler. Sie wissen bestimmt nicht, was es bedeutet. Normal, ja, für schon Hemmungen. Zu viel sogar, aber bei Ihnen null. Schon wieder diese Feindseligkeit. Wollen Sie es mir nicht gerade noch sagen, wenn ich Ihnen unwissentlich etwas getan haben sollte? Mir? Nichts. Kann es sein, dass Sie im Krankenhaus gearbeitet haben? Ich sehe Ihr Gesicht vor mir. Wir müssen miteinander gesprochen haben. Jetzt habe ich's. Sie haben unten am See bei der Tankstelle gearbeitet. Wahrscheinlich waren Sie etwas verändert durch die Mütze und die blaue Kluft, aber sonst, das volle Gesicht, das schwere Gewicht. Ich mag's nicht, wenn sich einer über mein Gewicht lustig macht. Denken Sie vielleicht, ich hätte mir die 140 Kilo nur so zum Spaß angefressen? Ein Unfall war das. 8 Monate habe ich im Gipsbett gelegen. Da kann ich gar nichts dafür. Ich wollte mich doch nicht lustig machen. Liegt mir völlig fern. Also das heißt, längere Zeit im Krankenhaus zu liegen... Weiß ich aus eigener Erfahrung. Na klar. Sie haben vor 2 Jahren einen Schlaganfall gehabt. Nein. Ein Schlaganfall war das nicht. Es war eine Thrombose, die operiert werden musste. Aber immerhin, Sie sind gut informiert. Und? Habe ich richtig getippt mit der Tankstelle? Blödsinn. Ich und in dem Benzingestank arbeiten. Wie viel sind die Dinger da wert? Sie brauchen es mir nicht zu sagen. Dann nehme ich einfach ein paar mehr mit, um sicher zu gehen, dass es reicht. Gibt es noch ein Bier? Natürlich kriegen Sie noch ein Bier, aber Sie wollen doch nicht im Ernst diese minoischen Figuren verkaufen. Die sind einmalig. Wenn Sie die irgendwo auf der Welt anbieten, tragen Sie eine Stunde später Handschellen. Sie wollen mich verpfeifen? Vergessen Sie das, Herr Angersbach. Es würde Ihnen nämlich sehr, sehr leid tun. Ich sage ja gar nicht, dass ich die Polizei einschalten würde. Aber ich müsste meine Versicherung benachrichtigen. Ja?
und die würde sofort die Fahndungsdaten mit ausgezeichneten Fotos von diesen Objekten, versteht sich? Alles, was Sie hier sehen, ist genau registriert und im Kunsthandel bekannt. Na und? Wenn's Gold ist, kann ich's ja einschmelzen. So dumm können Sie nicht sein. Ebenso gut könnten Sie mit dieser frühen Holzplastik von Henry Moore den Ofen heizen, um es ein bisschen warm zu haben. Ist ja direkt rührend, wie Sie mich vor Schaden bewahren wollen. Jedenfalls haben Sie jetzt zugegeben, dass die Dinger irre wertvoll sind. Oder werde ich sie eben auf dem Schwarzmarkt verkaufen? Ich weiß genau, dass es im Kunsthandel einen schwarzen Markt gibt. Das liest man doch dauernd in der Zeitung. Sie haben recht, aber auch davon rate ich ab. Auf dem schwarzen Kunstmarkt erzielen Sie keine 30% des tatsächlichen Preises. Ich habe es gerade erst selber erlebt. Sehen Sie die drei leeren Stellen an der Wand? Dort hingen bis vor einer Woche Grafiken von Horst Janssen. Ich musste sie schwarz verkaufen, damit sich das Finanzamt nicht einmischt. Gekauft hatte ich die seinerzeit nämlich über meine Firma. Und den enormen Wertzuwachs hätte ich jetzt beim Verkauf versteuern müssen. Aber fragen Sie mich nicht, was ich dafür bekommen habe. Eine Schande war das. Wollen Sie mich reinlegen? Sie erzählen mir hier lauter Sachen. Ich sage Ihnen nur offen und ehrlich, wie es ist. Offen und ehrlich. Sie. Dass ich nicht lache. Irgendwas wird hier gespielt. Sie wollen mich abwimmeln. Oder Sie wollen mich hinhalten, bis die Bullen kommen. Wenn Sie das mit mir versuchen, ist das auch Schadenersbach. Lass doch das dumme Metzgermesser weg. Ich kann beweisen, dass ich es ehrlich mit Ihnen meine. Schauen Sie diese Unterbrechungen in der Fußleiste? Das sind Schalter. Für die Alarmanlage. Auch unten im Eingang sind welche. Ich hätte nur gegen einen solchen Schalter zu treten brauchen. Dann wären draußen am Haus Blinklichter an und Sirenen losgegangen. Wer hat Ihnen eigentlich von meiner Kunstsammlung erzählt? Und dass ich vor 2 Jahren im Krankenhaus war? Der kleine Wehmeier vielleicht? Der Chauffeur, den ich entlassen musste? Oder den Tacho abgeklemmt und seine Bräute herumkutschiert hat? Hat der sie etwa reinlegen wollen? Wenn er nichts von der Alarmanlage gesagt hat. Ich nehme die ganzen Dinger mit, die wiegen ja nichts. Sie werde ich hier oben irgendwo einsperren. Wo ist denn Ihr Zimmer ohne Telefonanschluss? Setzen Sie sich. Es liegt mir fern, Sie zu beleidigen, aber Sie benehmen sich wirklich wie ein Clown. Gut, gut. Sie wollen sich mit Gewalt Geld verschaffen. Vielleicht haben Sie einen defekten Charakter, vielleicht sind Sie auch verzweifelt, aber jedenfalls muss auch so eine Sache reiflich überlegt werden. Setzen Sie sich. 90% aller Fehler entstehen durch kopflose Hast. Trinken Sie zuerst. Nein, von meinem Glas. Schluck. Glauben Sie etwa, ich wollte Sie mit einem Whisky vergiften? Wäre dann nicht das erste Mal, oder? Los, trinken Sie. Worauf spielen Sie da an? Naja, man muss nicht alles ergründen wollen. Aber eines möchte ich doch zugeben. Was hat Sie dazu getrieben, dieses wahnsinnige Risiko auf sich zu nehmen? Sie begehen doch immerhin einen Raubüberfall. Damit setzen Sie etliche Jahre des Lebens aufs Spiel. Das könnte Ihnen natürlich nicht passieren.
Sie haben die richtigen Eltern gehabt, Sie sind in die richtige Schule gegangen und wenn Sie Geld brauchen für irgendwas, brauchen Sie es nur Ihrer Bank zu sagen, die wickeln Sie in ein Geschenkpapier und dann... Zum Wohl. Etwas zu warm, der Whisky, finden Sie nicht? Sie sind bestimmt nicht hier, um etwas von Marx und Engels zu erzählen. Im privaten Alleingang lassen sich die Verhältnisse ohnehin nicht ändern. Ich mache Ihnen ein Angebot. Betrachten Sie mich als Unternehmensberater. Meine geschäftliche Kompetenz habe ich wohl mit meinem Werbeverlag unter Beweis gestellt. Sie sagen mir jetzt, was Sie im Sinn haben, und ich sage Ihnen ganz nüchtern meine Meinung dazu. Ob Sie die annehmen, bleibt Ihnen überlassen. Aber Sie dürfen sicher sein, mancher Geschäftsmann würde sich darum reißen, eine solche Beratung von mir zu bekommen, noch dazu kostenlos. Ich brauche 20.000 Piepen, das ist alles. 20.000 nur? Der Betrag steht doch in keinem Verhältnis zu dem Risiko. Was soll ich denn hier nehmen, Mann? Mir leiht ja nicht mal ein Kredit ein paar tausend Mark. Ich bin arbeitslos. Was wollen Sie denn mit dem Geld? Schulden abzahlen? Ich brauche eine Existenz. Darum geht's. Ich habe eine Frau kennengelernt, die nicht feigst, wenn sie meine 140 Kilo sieht. Okay, sie hat ein Kind. Vom Farbigen. Aber sonst ist sie total in Ordnung. Und die 20.000 brauchen Sie, um zu heiraten? Ich mache eine Chinchilla-Farm. Ich weiß, wo ich günstig 20 Pärchen kriegen kann. Das Paar ein Tausender. Die kann Erika versorgen. Das ist nicht viel Arbeit. Ich gehe nebenbei noch jobben. Ich sehe sie wieder genau vor mir. Wir haben einander gegenübergestanden und haben geredet. Aber nichts Wichtiges scheint mir. War hier so was wie eine Plauderei über den Zaun hinweg. Sie wollen mich aushorchen? Ja, es muss hier gewesen sein. Hier beim Haus. Sie locken Sachen aus mir raus, um mich zu verpfeifen. Aber das können Sie sich abschminken. Gegen Sie habe ich nämlich noch ein ganz dickes Ding in der Hand. Sie haben gegen mich was in der Hand? Sie sind wirklich ein Clown. Hätten Sie etwas dagegen, wenn ich Sie August nenne? Was ist nicht August? Ich heiße Ernst. Glauben Sie bloß nicht, Sie können dumme Witzchen mit mir machen, Herr Andersbach. Ich könnte sonst nämlich vergessen, dass Sie ein alter Mann sind. Sehen Sie das hier? Sehen Sie das? Was machen Sie denn da? Sie verletzen sich ja. Jetzt wissen Sie, wie spitz das Messer ist. Ich brauche es nur ganz leicht auf die Hand zu stellen. Schon ist ein Blutstropfen da. Damit Sie kapieren, dass Sie über mich nicht lachen können, probieren wir das jetzt mal an Ihrem Hals. Jetzt weiß ich's wieder. Ich bin der Ernst. Haben Sie damals zu mir gesagt, das muss vor etwa einem Jahr gewesen sein. Eine Zeit lang, nicht sehr lang, haben Sie abends die beiden dänischen Doggen aus dem übernächsten Haus ausgeführt. Härtling heißen die Leute Hotelbesitzer. Hat ja lange gedauert, ehe der Groschen gefallen ist. Dabei habe ich mich ein paar Mal mit Ihnen sehr nett unterhalten. Abends haben Sie sich oft den Rasen angeschaut, als ob Sie nicht wüssten, was tun. Wegen der Hunde habe ich Sie damals angesprochen. Was Sie für Pflege brauchen und wie sehr der einem wohl den Tag über beschäftigen. Fast hätte ich mir auch einen Hund zugelegt. Aber das ging nicht. Meine Frau lebte damals noch. Stimmt. Damals hat sie noch gelebt. Und? Warum sind Sie so schnell weg von den Härtlings? Haben Sie da auch? Alles habe ich da gemacht. Den Garten, die 2 Fischteiche, alle Reparaturen, die Autos in Ordnung gehalten und mich um die Köter gekümmert. Aber wenn er besoffen war, hat er mich immer blöd angeredet, vor allem wenn Leute da waren. Was ist denn das für eine Art?
Wenn einer keinen Alkohol verträgt, dann soll er die Finger davon lassen. Mir macht's ja nichts. Ich werde ja nicht betrunken. Damit weiß ich nun ziemlich genau, wer Sie sind. Sie heißen Ernst und haben bei den Härtlings als Hausbursche gearbeitet. Haben Sie denn keine Angst, dass ich Sie ins Gefängnis bringen könnte? Wenn einer von uns beiden ins Gefängnis geht, dann Sie. Ich? Ins Gefängnis? Ja, klar. Und jede Wette? Sie würden keine Bewährung kriegen. Wenn ich etwas so Furchtbares getan hätte, müsste ich es doch selber wissen, meinen Sie nicht? Sie wissen es. Ganz genau wissen Sie es. Sie hatten bloß keine Ahnung, dass ich es auch weiß. Mal angenommen, Sie wüssten tatsächlich was von mir, was mich ins Gefängnis bringen könnte. Wieso haben Sie dann nicht versucht, mich damit zu erpressen? Statt dieses aberwitzige Risiko eines Raubüberfalls auf sich zu nehmen. Irrtum. Ich kenne mich ein bisschen aus in höherer Mathematik. Wenn mit der Erpressung was schiefgelaufen wäre, hätte mich das Gericht unheimlich verdonnert. So bin ich nur ein armer, kleiner Gelegenheitseinbrecher unter Alkoholeinfluss. Das bringt nicht viel, wenn es schief geht. Aber es kann ja gar nicht schief gehen. Denn ich habe doch diese Sache gegen Sie in der Hand. Himmel noch mal, was wollen Sie denn schon von mir wissen? Ja, bist du ein Dicker, denn ist das nicht dumm? Gar nicht dumm. Aber wenn Sie so sicher sind, dass Sie nichts getan haben, wo Gefängnis draufsteht, dann gehen Sie doch zum Telefon. Dann rufen Sie doch die Polizei. Ich tue da nichts. Ein Messer werfe ich aus dem Fenster. Haben Sie gesehen? Ich sage Ihnen dasselbe, was Sie von jedem ehrlichen Unternehmensberater zu hören bekämen. Lassen Sie die Finger von der Chinchilla-Zucht. Der Einzige, der dabei zu Geld kommt, ist derjenige, der Ihnen die Zuchtpaare verkauft. Ja, aber wieso denn? Die haben mindestens 3 Würfe im Jahr. Von den Jungen kann ich auch bald welche als Zuchttiere einsetzen. Da gibt es 0 Probleme, die kann man sogar im Keller halten. Aber was nutzt denn das, wenn Sie für die Felle nichts kriegen? Wieso kriege ich nichts für die Felle? Chinchilla ist ein irre kostbarer Pelz. Das weiß doch jeder. Ja, doch. Aber das gilt nicht für die Felle, die in unserem Klima wachsen. Noch dazu in Stallhaltung. Ich weiß es von Wilfried Seifert. Sie kennen vielleicht die Pelzhandlung. Seifert und Ringel. Der Mann ist Kürschnermeister. Die hierzulande erzeugten Felle haben nicht ein Drittel der Felldichte und Qualität wie das frei in den Anden lebende Chinchilla. Hierzu kommt außerdem, dass Sie als Kleinzüchter niemals die nötige Anzahl gleichartiger Felle zusammenbringen. Wissen Sie, wie viele Felle ein Kürschner zur Auswahl braucht, um einen Mantel zusammenzustellen? 1000 Stück. Aber die Angebote stehen doch dauernd in der Zeitung. Schneller verdienst durch Pelztierzucht. Beratung kostenlos. Wenn das so ein Betrug wäre, wie Sie sagen, könnten die längst keine müde Mark mehr verdienen. Aber ich bitte Sie, mein Lieber, so naiv können Sie doch nicht sein. Stehen jetzt auch jeden Tag Lockangebote von Eheanbahnungen in der Zeitung? Obwohl jeder weiß, dass es die hübsche, häusliche und absolut treue Frau aus der Annonce gar nicht gibt. Sie haben gut reden. Sie brauchen ja keine Existenz. Sie sitzen hier in Ihrem Luxusbunker am See und wissen nicht, wie Sie Ihr Geld kleinkriegen sollen. Nicht so ungeduldig. Wir finden schon noch das Richtige für Sie. Die Sache muss nur einer wichtigen Voraussetzung entsprechen. Es muss ein echtes Marktbedürfnis erkennbar sein. Marktbedürfnis? Bei uns gibt es doch nichts, was einem nicht an jeder Ecke in zehnfacher Ausführung nachgeschmissen wird. Ein hoher Sättigungsgrad ist erreicht, da stimme ich Ihnen zu. Nicht zuletzt deshalb,
ist mein Werbeverlag ein so gutes Geschäft. Aber es gibt immer noch Waren, für deren Erzeugung die Inlandproduktion nicht ausreicht. Zum Beispiel... Ja, Moment mal. Das wäre wie maßgeschneidert für Sie. Eine Putenfarm. Sonst noch was? Daran habe ich als Metzger schon längst gedacht. Ist ja der große Renner. Isst dich schlank mit Putenfleisch. Bloß ein Stall für 3000 Tiere kostet mit Erstbesatz 150.000 Mark. Also doch, Metzger. Sie reden doch bloß mit mir, um alles über mich rauszukriegen. Stehen Sie auf! Los, aufstehen! Was ist denn? Wir haben uns doch eben noch ganz manierlich unterhalten. Kommen Sie, setzen Sie sich wieder. Ist an Ihrem Sessel auch so ein Schalter dran? Sie haben Alarm gegeben. Und halten mich hier fest, bis die Bullen kommen. Ach, Unsinn. Mein Sessel ist kein Schalter. Und wenn ich einen von denen an der Wand betätigt hätte, wäre hier ein Mordsgetöse losgegangen, so wissen Sie doch. Nichts weiß ich. Ihre Alarmanlage kann ja auch eine Direktleitung zur Polizei haben. Das machen Sie aber einen Punkt. Ich bin doch kein Regierungsmitglied. Ach, nein, wirklich ernst, Sie machen es einem schwer. Hätte ich Sie beschimpft, wären Sie auf mich losgegangen. Stattdessen rede ich freundlich mit Ihnen, aber das ist ja dann auch nicht recht. Weil irgendwas nicht stimmt. Das rieche ich wie der Hund den Braten. Einer, der zu sowas fähig ist wie Sie, der kann überhaupt nicht echt freundlich sein. Ach Gott, jetzt kommen Sie wieder mit Ihren Rätselspielen. Warum tun Sie es dann? Warum sprechen Sie mit mir? Als ob ich auch ein Geschäftsmann wäre. Das kann ich Ihnen verraten. Seit mein Sohn mich in der Firma kaltgestellt hat, habe ich ein unbändiges Verlangen, etwas zu unternehmen. Nochmal etwas Aufregendes durchzuziehen. So wie Sie das jetzt machen. Deshalb reizt es mich, aus Ihrem Plan das Beste herauszuholen. Soll ich Ihnen sagen, was Ihr Hauptfehler ist? Sie setzen zu niedrig an. 20.000 Mark Chinchillas. Solche kleinen, kleingestickten Unternehmungen haben noch nie was gebracht. Ein größeres Ding? Warum nicht? Ich hole mir von der Autovermietung einen kleinen Laster und fahre den ganzen Kunstraum schier weg. Steht ja doch bloß alles sinnlos rum. Sie sind vielleicht ein Spaßvogel. Im 20. Jahrhundert packt man doch keine sperrige Warenladung auf einen Karren, wenn man schnell eine Viertelmillion verdienen will. Eine Viertelmillion? Ja. Wenn Sie es realistisch betrachten, brauchen Sie eine Viertelmillion. 150.000 für Stahl und Besatz, schätzungsweise 10.000 für Futter, dasselbe nochmal für Heizung und sonstige Energie, nicht zu vergessen, ein Transportfahrzeug. Na und? Heiraten? Möchten Sie schließlich auch noch? Wo kriege ich arme Schweine Viertelmillion her? So viel kommt ja meist nicht mal bei einem Bankrott zusammen. Wer heute noch einen Bankraub begeht, ist mit Sicherheit nicht der Klügste. Sowas muss man anders einfädeln. Ganz anders. Ich will die Putenfarm. Sehen Sie? Es lohnt sich immer, eine Sache richtig durchzudenken. Und Sie werden mir das Geld beschaffen, Herr Angersbach. Wenn Sie versuchen, mich reinzulegen, sind Sie dran. Ich habe nämlich gesehen, wie Sie Ihre Frau vergiftet haben. Sie.
Sie haben was gesehen? Bitte. Ganz genau jetzt. Wie soll das Ding laufen? Ich stelle einen Barscheck aus über, sagen wir, 242.000. Eine volle Viertelmillion darf es nicht sein. Gemäß einer Vereinbarung würde die Bank dann bei mir rückfragen. Sie fesseln mich, bringen mir eine leichte Verletzung bei, damit es aussieht, als hätte ich mich geweigert zu unterschreiben. Wenn man mich findet, sage ich aus, zwei bewaffnete Männer, dunkler Teint, dunkles Haar, arabischer oder türkischer Akzent, hätten von mir den Scheck erpresst. Ich bin gegen Schäden durch Raub und Diebstahl versichert, habe also keine Einbuße. Und Sie haben Ihre Viertelmillion. Zwei bewaffnete Männer. Dunkles Haar. Türkisch haben Sie gesprochen. Was, sowas? Und ich mit meiner unvergesslichen Figur hole das Geld von der Bank ab. Sie wollten mich in eine Falle locken. Bitte Sie. Eine Falle. Wenn ich es nicht ehrlich meinen würde, hätte ich schon längst die Alarmanlage einschalten können. Außerdem haben Sie doch Ihre Sicherheit mit dem, was Sie... Neugierig. Ich habe überall reingelinst. Eines Abends bin ich mit den Docken unten am See entlang spaziert. Die eine, das Luder, ist mit einem Satz über die Mauer zu ihnen rein im Garten. Ich hinterher. Und wie ich dann drin war, bin ich näher ins Haus rangegangen. Wollte mal sehen, was da so los ist bei ihnen. Und dann haben sie in das Schlafzimmer meiner Frau reingeschaut. Ich hatte von den Härtlings gehört, dass sie schwer krank im Bett liegt. In einem Zimmer zum See. In dem Moment, als ich über die Blumenbüsche durch die Glastür geschaut habe, Ihre Frau hat geschlafen, das habe ich gleich gesehen. Da sind Sie ins Zimmer gekommen. Leise. Ich würde fast sagen, Sie sind geschlichen. Dann haben Sie vom Nachttisch eine blau-weiße Schachtel genommen und in Ihre Rocktasche gesteckt. Ein Herz-Kreislauf-Mittel meiner Frau. Genau so eine Schachtel haben Sie dann wieder hingelegt. Am anderen Tag hat es dann geheißen, dass Ihre Frau gestorben ist. Da war mir klar, warum Sie die Schachtel vertauscht haben. Wenn ich das anzeige, wird Ihre Frau ausgegraben. Im Labor finden die sofort raus, was für Gift sie gegeben haben. Ich habe verdammt oft drüber nachdenken müssen. Wie ein Mensch, der doch alles hat, sowas tun kann. Sie sind noch jung. Es wundert mich nicht, dass Sie kein Verständnis dafür haben. Es war einfach unerträglich geworden. Das hoffnungslose Leid meiner Frau, ihre ausschließliche Sorge um unseren Sohn, mich nahm sie gar nicht zur Kenntnis. Obwohl ich fast ein Jahr lang Tag- und Nachtschwester für sie gespielt habe. Eine fremde Person wollte sie nicht um sich haben. Wissen Sie, was Placebos sind? Kenne ich nicht. Ist mir auch wurscht. Ich habe nicht studiert. Ich weiß bloß, ich brauche eine Existenz. Ich will die Puten fahren. Ich will die Viertelmillion. Ich habe Ihnen ja gesagt, wie es gehen könnte. Ein Scheck. Als Sicherheit haben Sie nun mein Geständnis, was den Mord an meiner Frau betrifft. Geständnis können Sie sich in die Haare schmieren. Nachher würden Sie ja doch bloß behaupten, Sie hätten das nie gesagt. Brauchen wir auch gar nicht. Genügt doch, wenn Ihre Frau ausgegraben wird. Die finden die kleinste Spur von Gift. Und wenn die Leiche 1000 Jahre in der Erde liegt. Wie Sie meinen, ich hätte Ihnen mein Geständnis aber auch schriftlich gegeben. Was Schriftliches? Wäre nicht schlecht. Ich hab's.
Sie werden mir schriftlich geben, dass die Viertelmillion ein Darlehen ist. Zinslos sozusagen. Rückzahlbar bis... Nein, nein, das lassen wir offen. Aber wir schreiben rein, dass Sie mir das Geld geben, weil ich Ihnen mal das Leben gerettet habe. Damit das hieb- und stichfest ist. Ein Darlehen. Und die Versicherung? Dann ist mein Geld verloren. Na und, wollen Sie lieber ein paar Jahre brummen? So los jetzt. Ganz genau, wie soll das Ding funktionieren? Ein Scheck über 242.000 Mark, wie gesagt. Ausgestellt auf Ihren richtigen Namen. Auf Ernst Witkowski? Soll das ein Witz sein? Aber nein. Zu Ihrer Sicherheit haben Sie ja das Darlehenspapier. Und ausweisen müssen Sie ohnehin, wenn Sie einen so hohen Scheck kassieren. Glauben Sie mir, Sie fühlen sich auch viel besser dabei. Dieses Affentheater mit falschen Namen und falschen Bärten und dunklen Brillen ist ja ein Anachronismus. Dann brauche ich aber noch irgendwas. Was Praktisches. Damit Sie mir keine Zicken machen können. Wichtig ist nur, dass Sie sich natürlich benehmen. Kommen Sie also nicht auf die Idee, das ganze Geld in kleinen Scheinen zu verlangen. Geraten Sie auch nicht in Panik, wenn der Kassierer Sie zwecks Auszahlung nach hinten ins Büro bittet. Das geschieht nur zu Ihrer eigenen Sicherheit. Damit niemand im Kundenraum die hohe Summe sieht, die Ihnen da ausbezahlt wird. Es ist auch kein Grund zur Besorgnis, wenn der Kassierer mit dem Scheck für eine Minute verschwindet. Wegen der Höhe der Summe muss er ihn vom Bankdirektor gegenzeichnen lassen. Seine Formsache. Und das soll ich Ihnen glauben. Glauben Sie es oder glauben Sie es nicht? Ich sage Ihnen, wie es ist. Oder haben Sie in einer Bank schon mal erlebt, dass einem Kunden an der Kasse mehr als 10.000 Mark in bar ausbezahlt worden sind? Das könnte stimmen. Sie könnten recht haben. Wo ist der Atombunker? Nein. Was? Der Atombunker. Sagen Sie bloß nicht, Sie hätten keinen. Als ich mit den Härtlings gearbeitet habe, da war dauernd davon die Rede, dass Sie sich einen Atombunker bauen lassen. Schreiben Sie den Scheck aus. Dann setzen wir das Darlehenspapier auf. Nachher bringe ich Sie im Atombunker ins Bettchen und sperre gut zu, damit Sie ruhig schlafen können. Und ich hau mich bis morgen früh unten auf die Couch. Alles Paletti? Mal. Einen schönen guten Morgen, Herr Angersbach. Wenn Sie jetzt im Ernstfall da drin geschlafen hätten, bei einem Atomkrieg, meine ich, dann wären Sie munter und fidel. Aber von mir wäre vielleicht nur so eine Art Röntgenbild übrig. Immer dasselbe, wie für uns beide die Karten gemischt sind. Nein, nein, schön drin bleiben. Wieso drin bleiben? Die Nacht ist doch vorbei. Die Nacht schon. Um wie viel Uhr kommt denn Ihr Hauspersonal? Heute kommt nur Frau Schmidhuber um 9. Räumt mein Zimmer auf und macht mir zum Mittagessen ihre 3000. Variation von Putenschnitzel. Hier, Stift und Papier.
Schreiben Sie für Frau Schmidthuber einen Zettel, dass Sie bis 10 einen Spaziergang am See machen. Hat sie einen Hausschlüssel oder muss ich den Zettel außen an die Tür heften? Sie hat einen Schlüssel, aber was soll das Ganze? Schreiben Sie. Auf Ihrer Couch ist mir eine prima Idee gekommen. So, danke. Sie setzen sich jetzt auf diesen Stuhl hier. Was? Ja, so. Näher ans Rohr. Was, Sie wollen mich fesseln? Ja. Muss das sein? Allerdings. Aber so. Wozu denn? Damit sich einmal frei zeigt, ob Sie mich nicht doch gelernt haben. Zu dem Zweck werden wir auch noch. Was machen Sie da? Das ist der Luftfilter. Eben. Der wird jetzt mit dem Handtuch hier sauber zugestopft. Das ist verrückt. Das ist doch nur ein ganz kleiner Raum hier. Aber für eine Person müsste die Luft 2 bis 3 Stunden reichen. Wenn ich bis dahin nicht zurück sein sollte, weil die Sache mit dem Scheck doch vielleicht einen Haken hat, ja, dann haben Sie Pech gehabt. Das ist doch viel zu riskant. Das können Sie nicht machen. Wie soll ich das verstehen? Ist das wahr mit dem Scheck? Scheck ist alles in Ordnung. Nur, ja. Was ist, wenn Ihnen was zustößt? Ein Unfall? Keine Sorge, Angersbach. Ich passe gut auf mich auf. Guten Tag. Ich möchte diesen Scheck kassieren. Ja? Darf ich Sie für die Auszahlung ins Büro bitten? Durch die Tür neben der ersten Kassenbox, bitte. Jetzt hier entlang, bitte. Sich für einen Moment hier bequem machen wollen. Ich muss den Scheck noch gegenzeichnen lassen. In Ordnung. Barscheck von Herrn Angersbach über 242.000, Herr Direktor. Wer will den Scheck kassieren? Ja, ich kenne den Herrn nicht. Ende 20, ungewöhnlich korpulent. Ich würde am ehesten einen praktischen Beruf vermuten. Der Scheck ist unter Zwang ausgestellt. Er ist unterschrieben mit H.W. Angersbach. Das sind die vollen Initialen. Die normale Unterschrift lautet H. Angersbach. Wegen der in Mode gekommenen Entführungen und Erpressungen hat Herr Angersbach mit mir vereinbart, dass er in einem solchen Fall mit seinen vollen Initialen unterschreibt und dass ich dann sofort die Polizei verständige. Wenn der Mann bewaffnet ist, würde er mich wahrscheinlich als Geisel nehmen. Er wird nicht innerhalb der Bank festgenommen.
Gehen Sie. Zahlen Sie aus. Behandeln Sie den Mann freundlich und normal. Wo ist er jetzt? Im Besucherraum C. Gut. Ich schalte alle Kameras ein. Zählen Sie ihm das Geld korrekt, aber nicht übertrieben langsam vor. So, das wäre erledigt, wenn Sie jetzt bitte den Scheck auf der Rückseite quittieren wollen. Hier. Wegen der Höhe des Schecks bin ich verpflichtet, die Nummer Ihres Ausweises oder Reisepasses zu notieren. Es sei denn, Sie hat ein Konto bei uns. Nein, ich habe kein Konto bei Ihnen. Bitte, mein Ausweis. Okay. Der schaut so grauslich aus, weil er mal mit in die Waschmaschine geraten ist. Danke sehr, Witkowski. Ich lasse uns das Geld hierher bringen. Wünschen Sie mehr große oder mehr kleine Scheine? Einen Teil können Sie mir ruhig in Tausendern geben. Das macht nichts. Den Rest eher ein bisschen sortiert. Ich habe vor, einen Betrieb einzurichten. Wissen Sie, ein Zuchtbetrieb. Da fällt eine Menge Kram an, die man gleich bar bezahlen muss. Vor allem wegen Rabatt und so. Hier, Merk, bitte 242.000 nach Besucherraum C. 100.000 in großen Scheinen, den Rest sortiert. Keine Münzen. Okay. Soll ich Ihnen das Geld nach der Auszahlung neutral verpacken lassen oder wollen Sie es gleich in Ihre Reisetasche tun? Ich pack's gleich in die Tasche hier. Das war der Direktor von der Gemeinschaftsbank. Ein ungewöhnlich dicker Mensch, Ende 20 mit Reisetasche. Versucht einen offenbar unter Zwang ausgestellten Scheck über circa eine Viertelmillion zu kassieren. Intelligenter Mann, der Direktor. Ruf gleich bei der Kripo an, statt berittene Schuhpost anzufordern. Na, der Scheckaussteller ist auch ganz schön clever. Signalisiert über die Initialen in seiner Unterschrift, dass ihn jemand bei der Gurgel hat. Angersbach, Seeufer 5. Ich fahre mit zwei Mann zu dem Haus am Seeufer, sie schnappen sich den Dicken. Aber gern. Und wo finde ich den Herrn? In einem Besucherraum der Bank beim Geldzählen mit dem Kassierer. Das dürfte noch 5 bis 6 Minuten in Anspruch nehmen. Sie huschen rüber zum Bankeingang. Ist ja zum Glück nur ein Katzensprung. Postieren Sie 2 Streifenwagen an den nächsten Kreuzungen. Schauen Sie sich an, was für Autos vor der Bank stehen. Der Dicke soll die Bank ungestört verlassen. Wenn Sie sicher sind, dass er allein ist, greifen Sie zu, sonst holen Sie Verstärkung. Die Sache riecht nicht nach schwerer Artillerie, aber trotzdem, Bartsch, Vorsicht ist besser als Bauchschuss. Das muss ich schon mal in der Ausbildung gehört haben, Kollege Fellner. Wer zuerst einen Schmetterling im Netz hat, meldet sich über Funk, okay? Sucht euch links und rechts vom Haus ein schattiges Plätzchen, von wo ihr mehr Deckung geben könnt. Ich gehe geradeaus zum Eingang. Ja, dann wollen wir mal über den Zaun. Meine Morgengymnastik ist sowieso schon wieder ausgefallen. Zeitverschwendung. Oh. Briefchen. Liebe Frau Schmidhuber, mache bis um 10 einen Spaziergang am See, Angersbach. Bis um 10. Also wenn der Scheck erzwungen war, ist das Briefchen auch erzwungen. Die Schmidhuberin soll also nicht nach ihm suchen. Tja. Dann müssen wir das wohl tun. 242.000. Das wär's, Herr Witkowski. Darf ich Ihnen behilflich sein? Danke, nicht nötig. An einer Viertelmillion verhebe ich mich nicht. Dann wünsche ich Ihnen viel Glück mit Ihrem Betrieb. Danke, danke. Wird schon klappen. Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Witkowski.
Das ist er. Junge, Junge, Junge. Drei Zentner Minimum. Schaut sich nicht nach einem Auto um. Auf 100 Meter rauf und runter ist auch keines, in dem jemand sitzt. Sie begleiten mich auf der anderen Seite, Sie folgen mir in 10 Meter Abstand. Vorne an der Ecke schnappe ich ihn mir. Halt! Stehen bleiben! Polizei! Ich hoffe, Sie haben Verständnis dafür, dass wir diesen Witkowski gleich hergebracht haben, Herr Angersbach. Der Tathergang lässt sich am besten an Ort und Stelle ermitteln, wenn alles noch frisch ist. Bitte, nehmen Sie die Sache nur auf, Herr Inspektor. Mir fehlt ja nichts, außer der Platzwunde und der Stirn. Die muss er sich selber beigebracht haben. Ich habe ihm jedenfalls nichts getan. Sie reden nur, wenn Sie gefragt sind, Witkowski. Wenn Sie nochmal dazwischen plärren, muss ich leider ein wenig an den Handschellen drehen. So wie man an einem Knopf dreht, um ein Radio abzustellen. Fassen Sie ihn nicht zu hart an, meine Herren. Er ist ein Clown. Verbieten Sie Herrn Angersbach, Clown zu mir zu sagen. Das brauche ich mir nicht. Um irgendwo anzufangen, Herr Inspektor, können wir gleich den Hergang der Körperverletzung klären. Der junge Mann hier, Witkowski heißt er ja wohl, trieb mich in den ersten Stock und zwang mich, meine kleine Kunstgalerie zu öffnen. Er muss vorher gewusst haben, was er wollte. Dann hat er einen genau passenden Kunststoffbehälter dabei, in den er die drei Grafiken von Horst Janssen packte. Die sind miteinander eine gute Viertelmillion wert. Oben sehen Sie nur die leeren Stellen an der Wand, mein Herr. Was? Aber die Versicherung hat genaue Fotos. Bitte nicht die Handschellen drehen. Ich muss doch etwas sagen. Ganz kurz und in anständigem Ton. Herr Angersbach hat mir erzählt, dass er die drei Bilder vor einer Woche unter der Hand verkauft hat. Die haben doch gar nicht mehr an der Wand gehangen, als ich gekommen bin. Sehr schön. Herr Angersbach unterhält sich also mit einem Einbrecher darüber, welche Bilder er gerade kauft oder verkauft. Bartsch, ich würde sagen, jetzt drehen wir das Radio ab. Ich sage Ihnen, ja, er ist ein Clown. Als ich ihm wegen der Bilder in den Arm fallen wollte, ist er mit dem Metzgermesser auf mich losgegangen. Dabei hat es ein kurzes Gerangel gegeben. Er hat mich mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen. Aber Gott sei Dank ist dabei auch sein Messer aus dem Fenster geflogen. Sie haben es ja vorhin draußen gefunden. Ich habe doch das Messer freiwillig aus dem Fenster. In einem Kunststoffbehälter hat er die Bilder mitgenommen? Ja, braungrau war er. Man verwendet im Kunsthandel solche Behälter für die absolut sichere Verwahrung von Gegenständen. Wenn er den Behälter zum Beispiel irgendwo vergraben hat, passiert den Bildern überhaupt nichts. Tja. Und dann hat er einen Scheck von mir verlangt. Dazu ein Papier, in dem ich das Geld als Darlehen bezeichnen musste. Ich habe meinen Widerwillen überwunden und ihm vor Augen gehalten, dass er nicht weit kommen würde damit. Er hat mich ausgelacht und gemeint, mit der 500.000 würde er nach Peru verschwinden und dort eine Chinchilla-Farm aufziehen. Es hat nichts genutzt, dass ich ihm sagte, für etwa 20.000 Mark könne er das hier genauso gut machen. Inspektor, darf ich was sagen? Ich schlage vor, dass Sie ihn reden lassen. Falls sich ein Psychiater seiner annimmt, könnten seine Aussagen vielleicht für ihn von Nutzen sein. Denn wenn er als voll verantwortlich verurteilt wird, kommt ja doch so einiges zusammen. Schwerer Einbruchdiebstahl, Körperverletzung, Erpressung, Freiheitsberaubung. Na schön, lassen Sie ihn reden, Bart. Herr Angersbach hat seinen Flocken gebracht. Mir ist inzwischen wieder eingefallen, was Placebos sind. Er hatte die Medizin weggenommen. Und dann hat er diese Placebos gegeben und an den Dingern ist sie gestorben. Sie müssen die Leiche nur ausgraben und aufmachen, Inspektor. Dann werden Sie das Geld, das er ihr verabreicht hat, schon finden. Sie reden irres Zeug, mein Junge. Gar nichts wird man finden. Ich habe meine Frau geliebt. Er hat mir selber gesagt, dass er es nicht mehr ausgehalten hat mit ihr. Und das mit Peru stimmt überhaupt nicht. Ich habe für 20.000 den Chinchilla-Farm bei mir zu Hause machen wollen.
Erika hätte die Bärchen versorgt und ich hätte shoppen können. Aber Herr Angersbach hat mich überredet, den Putenfarm zu machen. Ich sollte unbedingt eine Viertelmillion von ihm verlangen. Ach nee. Okay, okay. Ich denke, das reicht für einen Psychiater. Ja, wir belassen es erstmal dabei. Falls uns noch was fehlt, schaut einer von uns nochmal bei Ihnen vorbei, Herr Angersbach. Hey, Witkowski. Was ist mit Ihnen? Ist nicht gut. Mir wird auf einmal so schlecht. Festhalten, Bartsch. Fangen Sie ihn doch auf. Fangen Sie mal 13 auf. Verflucht. Er ist voll auf Angersbach draufgefallen. Runter mit ihm. Wälzen Sie ihn doch zur Seite, Bartsch. Angersbach ist anscheinend bewusstlos. Oh, das sieht böse aus. Er ist mit dem Hinterkopf auf die Tischkante geschlagen. Ich rufe den Notarzt. Wo bin ich? Bin ich wieder ohnmächtig geworden? Das muss wohl von meinem Übergewicht kommen. Spielen Sie nicht den Clown, Sie. Am Ende ist vielleicht doch was dran. Das Lachen wird Ihnen gleich vergehen, Mann. Er ist tot.